Herzlich willkommen im Stadion, sagen Frank Buschmann und Manni Breukmann. Man weiß nie so genau, was passiert im Fußball. Wir hoffen auf spannende Fußballunterhaltung. Und alle gucken sie heute auf Werder Bremen. Los geht's mit der Vorbereitung auf eine Spielzeit, an deren Ende diese Mannschaft nur eins will, den Meistertitel. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Und das macht er richtig gut. Achtung, jetzt! Das sieht gut aus. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Und der kommt genau an. Souverän geklärt. Uchida. Ja, so kann es weitergehen. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Stark gemacht. Den macht er nun wirklich ganz kläglich daneben. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jones. Und jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Arnautović. Das eröffnet manchmal traumhafte Möglichkeiten, aber so ein Steilpass, der muss auch ankommen. Und jetzt starten sie ihren Konter. Papastathopoulos. Arnautović. Fritz. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Oh, da wird er sich ärgern. Vorbei das Ding. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Toller Pass. Und das sieht hier ganz einfach aus, wie er da am Verteidiger vorbeizieht. Logisch, das muss Eckball geben. Gehalten zunächst. Das lässt kein Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß. Uchida. Wunderbar herausgespielt. Foulspiel. Damit ist dieser Angriff kaputt. Schade. Und der Freistoß. Blitzschnell ausgeführt.
findet seinen Mitspieler. Jetzt könnte es gefährlich werden. Auwei, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Eine schlechte Flanke. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Jones. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Und die Schalker holen sich den Ball. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Ja, und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam. Hand. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Hand. Fritz. Ein sehr schöner Pass. Also die Chance hat er vertan. Jones. Hünteler. Da freut sich der Trainer. Und jetzt haben sie es. Das Tor. Und sie waren geistig schon in der Kabine. Das hat man gemerkt. Und da schlagen die Schalker zu. Tolles Tor für die Blau-Weißen. So, damit liegt Schalke jetzt vorn. Fritz. Hand. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, der Pass kommt an. Ja! Toll, wie er das macht und... Eine knappe Pausenführung, 1:0 nach 45 Minuten. Jetzt haben sie doch tatsächlich kurz vor dem Ende noch ein Tor gemacht. Das beflügelt sie. Ja, und das gibt Selbstvertrauen für die Halbzeitansprache. Die werden jetzt mit dieser berühmt-berüchtigten breiten Brust wieder rauskommen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Der hat nicht lange gedauert, der Angriff. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Schöne Aktion. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Klare Sache, Einwurf. Jones. Hand. Papastathopoulos. Fritz. Hand. So sieht ein Pass aus. Das ist es! Der Ausgleich, er lag in der Luft. Aber jetzt liegt er am Boden und der Spieler auch.
Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Guter Schiedsrichter. Doch kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Fritz. Hand. Sicher in der Ballbehandlung. Das ist noch... Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz hier. Es muss Einwurf geben. Den hat er soeben klären können. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Hand. Er nimmt die Kugel ganz cool an. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Schön gesehen. Hand. Elia. Der kann alles am Ball. Ein wunderschönes Zuspiel. Gut abgeblockt die Flanke. Jones. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Jones. Elia. Und das macht er richtig gut. Toller Pass, Werder Bremen. Jetzt zieht er ab. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Achtung, jetzt! Und Eckball gibt's. Sie liegen in Führung, aber es gibt nochmal frischen Schwung in Form einer Auswechslung. Natürlich soll jetzt in erster Linie die Führung verteidigt werden. Oh, da waren sie auf einem solch schönen Weg zum Ausgleich. Und dann das. Heide Röslein, ich glaub das nicht. Tja, das ist immer wieder erstaunlich. Hier sehen wir es auch, wie schluderig man mit Eckstößen umgehen kann. Das muss man mal deutlich sagen. Der Trainer hat bislang alles richtig gemacht. Wir hoffen, dass er mit dieser Einwechslung auch richtig liegt. Matip. Da wird der Trainer zufrieden sein. Da können Sie jetzt einen Konter. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Ja, so kann es weitergehen. Hand. Klasse Zuspiel. Der könnte passen. Der Verteidiger blockiert den Ball. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Toller Pass. Und Achtung, der könnte passen. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Schöner Pass. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Prima angenommen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und der kommt genau an. Kopfballmöglichkeit. Ein Tor Vorsprung für den FC Schalke 04. Sie können noch scheitern. Ja, tolle Chance. Gehalten, aber noch heiß.
Hüntela. Elia. Achtung, jetzt haben sie noch mal die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Und da ist die Fahne oben. Oh, ich glaube, das war aber ganz knapp. Fahne ist oben und das völlig zu Recht, wenn wir noch mal hinschauen. Es ist knapp, aber es ist abseits. Frische Kräfte braucht das Spiel. Es wird ausgewechselt. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Hauchdünn, hauchzart. 1:0 ist das Schlussergebnis.